Nach ganzen 18 Jahren geht Avatar, der Herr der Elemente, endlich in die nächste Runde. 2018 haben die Showrunner der Originalserie Michael Dante DiMartino und Brian Konietzko eine Live-Action-Adaption für Netflix angekündigt. Nach dieser Ankündigung sind nun knapp 6 Jahre vergangen und das Warten hat nun endlich ein Ende. Die erste Staffel ist seit dem 22. Februar 2024 mit ganzen 8 Folgen auf Netflix verfügbar. Zusammen mit Rezzo werden wir euch alle versteckten Hinweise der Netflix-Serie aufzeigen. Parallel zu meinem Video ist auf dem Kanal von Rezzo ebenfalls ein Video mit mir erschienen. Schaut euch das gerne nach diesem Video hier an. Doch jetzt starten wir erstmal mit diesem Video. In der ersten Episode der Netflix-Serie wurde wie im Originalen der Avatar aus dem Eisberg befreit. Jedoch wurde er im bewusstlosen Zustand zum südlichen Wasserstamm gebracht, während Appa noch im Eisberg war. Als Aang am südlichen Wasserstamm zu Bewusstsein kam, wunderte er sich, wo er war und fand seinen Freund Appa nicht. Darauf benutzt er seine Bisonpfeife, um Appa zu rufen, welcher kurz daraufhin erschien. Im Cartoon erhält Aang erst in der 9. Folge des ersten Buches, die Schriftrolle, seine Bisonpfeife. Da die Folge es aber nicht in die Netflix-Adaption geschafft hat, gab man Aang bereits zu Beginn die Bisonpfeife. Dasselbe gilt auch für die Wasserbändiger-Schriftrolle von Katara. Im Original stahl sie diese in der 9. Episode des ersten Buches, die Schriftrolle, weshalb der Konflikt mit den Piraten erst begann. In der Netflix-Serie hat Katara die Schriftrolle als Erbstück von Grangran erhalten, damit sie daraus lernen kann, um irgendwann eine Wasserbändiger-Meisterin zu werden. Wir sind uns hoffentlich alle einig, wenn ich sage, dass Daniel Day-Kim die perfekte Besetzung für Feuerlord Ozai ist. Habt ihr aber gewusst, dass die Rolle als Ozai nicht sein erster Auftritt im Avatar-Universum war? Um ganz genau zu sein, landete Daniel Day-Kim mit seiner Rolle als Feuerlord in der Netflix-Serie einen Hattrick. Seinen ersten Auftritt feierte der Schauspieler in der Originalserie, als er General Fong seine Stimme lieh. Den zweiten Auftritt feierte er in Die Legende von Korra, wo er Hiroshi Sato in 7 Folgen synchronisierte. Somit hatte Daniel Day-Kim in allen Avatar-Serien einen Auftritt. Ja, in allen. Die Wand in Zukos Kabine auf seinem Schiff ist voller Easter Eggs. Wir sehen beispielsweise Avatar Yangshen und auch einige Orte wie den nördlichen Wasserstamm und den Vulkan der Feuernation Hauptstadt. Diese Szene ist aber sehr interessant, in welcher Zuko direkt vor der Zeichnung von Roku und Aang steht. Im Cartoon erfahren wir in der 6. Folge des 3. Buches das Vermächtnis, dass Avatar Roku der Urgroßvater von Zuko ist, was seinen Konflikt in sich zwischen Gut und Böse perfekt darstellt. Außerdem ist Zuko in dieser Szene zwischen Roku und Aang, was verdeutlicht, dass diese drei eine Verbindung zueinander haben. Wie auch in der Originalserie wurde Aang in der Netflix-Adaption von Zhao gefangen genommen und zum Puuhai-Stützpunkt gebracht. Auch hier nahm Zuko die Identität des Blauen Geistes an, um Aang aus der Gefangenschaft zu befreien. Nachdem Zuko und Aang vermeintlich aus der Festung fliehen konnten, wurde Zuko von einem Pfeil einer Yuyan-Bogenschützin getroffen und Aang fand heraus, dass Zuko der Blaue Geist war und rettete ihn. Anders als im Cartoon führten die beiden in der Netflix-Serie ein Gespräch miteinander und erzählten sich gegenseitig von ihrer Vergangenheit. Wir bekommen in diesem Gespräch ein Flashback von Zuko zu sehen, wie Feuerlord Ozai ihm seine Narbe verpasste. Im Cartoon erfuhren wir erst in der 12. Folge des ersten Buches der Sturm von diesem Ereignis. Außerdem werden hier einige ikonische Übergänge von dieser Folge nachgestellt. Bleiben wir doch einfach mal direkt bei der Sturmfolge. In dieser Folge erfuhren wir sehr viel von Aangs Vergangenheit und lernten seinen Freund und Vormund Mönch Gyatso kennen. Wir sahen, wie die beiden eine Partie Pai-Show spielten und Gyatso das Luftbändigen nutzte, um mit einem Trick zu schummeln. In der Netflix-Serie begegnet Aang Gyatso in der 5. Folge der ersten Staffel weggezaubert in der Geisterwelt. Aang ging erst davon aus, dass es sich bei Gyatso um Ko handelt. Doch Gyatso meinte, dass er wirklich Gyatso sei und die beiden noch eine Partie Pai-Show zu Ende spielen sollten. In diesem Fall wandte Gyatso denselben Trick an, um zu schummeln, woraufhin Aang meinte, dass er diesen Trick bereits schon kennt. In derselben Folge meinte Iroh zu Zuko, dass er mit einigen Leuten Pai-Show gespielt habe, von denen Zuko noch sehr viel lernen kann. Die meisten von euch dürften bereits wissen, dass Iroh ein Mitglied der Geheimorganisation des Weißen Lotus ist. In einigen Folgen haben wir den Weißen Lotusstein bereits bei Iroh sehen können. Man kann annehmen, dass Iroh mit einigen Mitgliedern des Weißen Lotus gespielt hat. Anders als im Cartoon erfahren wir in der Netflix-Adaption den Ursprung von Zukos blauer Geistmaske. Als Katara und Jet den Feuernationsspion in Omashu verfolgen, sieht man die Maske in einem Kiosk in Omashu. Da Zuko sich zu dieser Zeit auch in Omashu befindet und später gegen Aang kämpft, kann man davon ausgehen, dass er sich später die Maske genommen hat. Genau wie im Cartoon hatten auch in der Netflix-Serie Sokka und Yui eine besondere Beziehung miteinander. Auch hier haben wir ein sehr lustiges Easter Egg aus dem Cartoon. Denn während Aang von der Geisterwelt wieder zu sich kam, hörten wir im Hintergrund, wie Yui Sokka fragte, ob das ein Bär sei, und Sokka meinte, das wäre ein Fisch. Im Cartoon hatten wir eine ähnliche Situation, als Sokka Yui einen Fisch schenkte und sie diesen für einen Bären hielt und Sokka sie korrigierte, dass es ein Fisch sei, da man ja hier auch die Flosse sehe. Das ist ein Bär. Eigentlich soll es ein Fisch sein. Siehst du, er hat eine Flosse. Hast du das hier?
ein Bär? Eigentlich ein Fisch. Aber nun seid ihr an der Reihe. Wie hat euch denn die Avatar-Netflix-Serie gefallen? Und fallen euch noch weitere Easter Eggs ein? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Schaut euch doch gerne für weitere Easter Eggs das Video von Retsu an, in dem ich ebenfalls mitgewirkt habe. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.